ganz arg wichtig, dass wir da ein bisschen was unternehmen. Haben Sie gesehen, da sind, ja? Ja, die dürfen ruhig. Die zukünftigen... Selbstverständlich, den könnte ich jetzt auch wieder sagen. Jetzt sieht es so aus, wie wenn ein Fehler passieren würde bei dem schönen Zentrum. Richtig. Bei der Zukunft ist da. Die Stadt will jetzt gerne hier vorne das Haus, möchte sie gerne aber schließen, haben Sie mir gar nicht gesagt. Jawohl. Wieso schließen? Also wollen die Öffnung nicht haben. Die wollen die Öffnung nicht haben, dass sich das hier öffnet, das Zentrum zur Tübinger Straße, zur Innenstadt. Das wäre ja traurig, wäre das ja, wenn das ja verbarrikadiert werden würde hier vorne, finde ich. Weil man muss sich ja öffnen, das hat man ja ursprünglich gesagt, dass sich das öffnen soll. Deswegen bleibt das ja auch stehen, erhalten, das praktisch vorne, das Gebäude. Wisst ihr, weil das ja unter Denkmalschutz steht. Und das ist ja sehr, sehr wichtig, dass sogar unter Denkmalschutz steht. Das gibt ja den schönen Reiz zu dem modernen Gebäude. Als ich erfahren habe, ja, dass ich abgerissen werde, habe ich tatsächlich angefangen zu rauchen. Also, Zigarette und Apotheke passen nicht zusammen, das weiß ich. War ganz schlimm. Und letztendlich, die gute Nachricht ist, man hat uns um die Ecke gebracht. Also wir haben Räume auch von unserem Investor bzw. von dem Projektplaner von Quartier S einfach um die Ecke. Und das war das Beste. Also sollte ich langsam aufhören zu rauchen wahrscheinlich. Darf ich auch nicht, darf mich hier nicht sehen. Moment, mein Chef sagt was Böses zu mir. Ich habe meine Tüte noch nicht vergessen. Die habe ich bestellt. I'm not happy.